Der Podcast mit Jördis über Erfahrungen in destruktiven Gruppen. Mehr über meine Arbeit findest du unten in den Links sowie auf meinem YouTube-Kanal mit dem Titel Geh doch mal raus. Alles klein, alles zusammen. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem ersten ganz frischen Podcast von mir. Das ist jetzt quasi mein neues Produkt. Ich begebe mich hiermit auf Reisen und möchte in Kommunikation mit anderen treten und Gespräche führen über das Thema Kulte, destruktive Gruppen und sogenannte Sekten. Und als erstes habe ich mir mal gleich einen Profi, möchte ich meinen, herangezogen, und zwar Dieter Roman. Der macht das Ganze schon seit 40 Jahren, dass er Leute berät in diesem Feld. Er ist also Psychologe und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, mal ihn zu besuchen in München. Genau das habe ich nämlich auch gemacht. Ich war jetzt so ein bisschen auf Deutschlandreise und habe ein paar Leute interviewt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, Dieter Roman ist wirklich ein ganz toller, feinfühliger Mensch. Ich habe viel über ihm gelernt und ja, viel übers Leben auch gelernt, ja, mit seinen eigenen Seiten, die es schreibt und dem Auf und Ab, dem Zyklischen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Ja, Hallöchen, heute sind wir bei Herrn Dieter Roman. Ich freue mich. Es fällt mir gerade fast schon ganz schwer, hier eine Art Moderation oder so zu machen, weil wir schon mitten im Gespräch sind. Hallo. Hallo, freut mich da zu sein, beziehungsweise dass Sie da sind. Und eigentlich haben wir ja schon über alles geredet. Ja, jetzt eben. Machen wir es für die anderen auch noch, oder wie? Nee, aber ich habe so das Gefühl, das stimmt, wir haben wirklich gerade schon über alles geredet, aber ich habe so das Gefühl, wir waren schon im Flow auch irgendwie und hoffe, dass wir da weiter noch ein Stückchen reden und ja, gucken, wo es uns hinführt. Das machen wir glatt. Genau. Als erstes Thema, ich muss dazu sagen, ich hatte Herrn Roman ein paar Fragen geschickt und dann hat er mir geschrieben, ach, lassen Sie uns doch einfach plaudern. Dann habe ich geschrieben, ja, okay, dann zerstört sich diese Nachricht jetzt von selbst. Mission Impossible eben, ne? Also es ist eine Mission Impossible, ich finde es gut. Ja, als erstes hatte ich aber trotzdem was geschrieben, so Berufsbild, Sektenberater, ich sage es jetzt echt mal so richtig blöd. Mit ein bisschen Humor. Ich finde es schon spannend, so ein bisschen so zu hören, ja, was machen Sie so oder wie ist so Ihr Wochenalltag? Ist der immer gleich oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich scheue mich vor Plakativen. Ich bin zum einen kein Sektenberater und ich mag auch den Begriff Ausstiegsberater nicht. Es war viel zu mühsam, im zweiten Bildungsweg das Abitur nachzuholen und dann Psychologie zu studieren. Ich bin Diplompsychologe mit dem Arbeitsschwerpunkt, Kultaussteiger auf ihrem Weg in die persönliche Freiheit zu begleiten. So würde ich das sagen. Und zum anderen dann eben auch Angehörige von Kultmitgliedern zu beraten, zu begleiten, ihnen Tipps zu geben, wie sie damit umgehen können. Mein Alltag, ich hatte das heute erst einem Klienten gesagt, der sich sehr gewundert hat, weil ich immer nur Termine vergebe von Montag bis allerspätestens Donnerstagmittag. Und dann hat er heute auch ganz frech gefragt, ja, was machen Sie denn dann in der anderen Zeit? Und dann habe ich gesagt, da bin ich außerhalb Münchens in der Natur und arbeite nicht und bin nicht erreichbar. Sehr unverschämt. Wunderbar, wunderbar. Und das war vielleicht auch ganz interessant für mich zu formulieren, diese Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Das ist so ein Denkfehler, den viele von uns, glaube ich, machen, weil dann muss Freizeit auch noch maximiert werden. Jetzt haben wir so wenig Freizeit, jetzt müssen wir auch ganz viel Freizeit machen. Und wir vergessen häufig, dass das alles unsere Lebenszeit ist. Und deshalb, es ist einfach Zeit, meine Zeit. Wenn ich diese Arbeit nicht mache, dann, ich habe ein nettes Hobby. Seit 12 Jahren bin ich ehrenamtlicher Richter im Amtsgericht München. Einmal im Monat sitze ich auf der Richterbank als Chefe und urteile dann mit anderen zusammen über ein Strafmaß. Und das ist für mich sehr interessant, weil es mich auf den Boden der Realitäten immer wieder zurückholt, auf die Straße. Ich mag die Straße. Ich bin auf der Straße teilweise selbst aufgewachsen und
Weil wenn man permanent mit UFO-Gläubigen zu tun hat, mit Menschen, die ich weiß nicht was glauben, ist es sehr, sehr sinnvoll, mit alltäglichen Dingen zu tun zu haben, wie zum Beispiel straffälligen Jugendlichen, die halt ein bisschen in der U-Bahn irgendwas gemacht haben oder kiffen. Das ist alles recht harmlos. Aber es ist das Leben. Das andere, was ich sehr, sehr gern und sehr viel mache, ist Reisen und immer verbunden mit meinem Lieblingshobby Sportklettern, Freeclimbing. Also deshalb bereise ich mit meiner Partnerin auch fast die ganze Welt, aber immer nur da, wo man auch klettern kann. Das ist ganz wichtig geworden. So. Wow, das wusste ich noch nicht über Sie. Also schön, sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, dass Sie auch noch was anderes machen, das finde ich dabei interessant. Und das Klettern, was ist das, was Sie da reizt? Das Körperliche oder das etwas... Ein Ziel? Nein, körperlich gar nicht. Ja, das ist ein netter Nebeneffekt. Ich bin als Kind gerne auf Bäume geklettert. Das war immer so. Und habe dann auch einige Jahre Kampfsport gemacht in meiner Jugend. Und habe lange Zeit gesucht nach einem Ausgleich. Und ich habe nichts gefunden. Ich fand das alles so doof mit Fitnessstudio und das mit Maschinen und so. Und irgendwann habe ich mit zwei Kids, bin ich in eine Kletterhalle hier in München und habe denen einen Grundkurs geschenkt, so einen Schnupperkurs. Und als ich diese Wände sah mit diesen bunten Griffen und Tritten, das hat mich total gefesselt sofort. Das hat mich an meine Kindheit erinnert mit Klettern auf Bäumen. Und habe dann, meine Partnerin damals noch, hat das sehr schnell durchschaut. Ich bin mit leuchtenden Augen wohl nach Hause gekommen und die hat mir dann heimlich zu Weihnachten einen Grundkurs geschenkt. Und seitdem, das ist jetzt 15, 20 Jahre her, kletter ich. Und für mich ist es ein wunderbarer Ausgleich zu meiner Arbeit, weil es ganz viel mit Angstbewältigung zu tun hat. Ich selbst... Meine Grenzen, da ist eine 30 Meter hohe Wand und in der Mitte dieser Wand weiß ich nicht weiter und meine Knie zittern und ich habe panische Angst zu stürzen. Ich bin zwar am Seil, aber ich stürze ja trotzdem manchmal 10, 15 Meter, wenn es dumm läuft und werde dann von einem dünnen Seil aufgefangen und schlage eben nicht auf den Boden auf. Und dieser innere Schweinehund, diese Angst dann zu konfrontieren und dann aber auch zu sehen, es kann weitergehen, wenn ich mich traue. Das hat mir sehr, sehr viel, also ein wunderbarer Ausgleich zu meiner Arbeit. Ja, spannend. Das bringt uns vielleicht zu unserem Körper, Tier oder so, was wir schon seit Jahrhunderten haben. Und das habe ich auch mal gehört, dass wir ja eigentlich so als ausdauernde Jäger konstruiert sind. Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen so eine Richtung, dass wir das Kann da sein, manchmal ja. mit dem erleben wollen. Möglich, ja. Ja, sehr schön. Und sonst, also montags bis donnerstags ist es dann... Donnerstagmittag, bitte. Entschuldigung, bis Donnerstagmittag, das reimt sich jetzt aber nicht. Donnerstag ab 1 macht Dieter Roman seins. Ja, ja doch, genau. Geht auch. Geht spätestens, ja. Ja, ist tatsächlich so. Okay. Fühlt sich auch wirklich sehr, sehr gut an. Und dann ich habe einen kleinen Wald und dann bin ich im Wald und Bäume fällen und dann pflanze ich neue Bäume, andere und bin eigentlich... mit Rehen, Eichhörnchen und Igeln dann irgendwie unterwegs. Und diesen Ausgleich zu meiner Arbeit mit Kultaussteigern, der macht es für mich sehr schön und sehr leicht, die Arbeit auch tatsächlich sehr, sehr gern zu machen. Es kann manchmal vielleicht auch so was Schweres haben, ne? Oder? Ja, also das hat schon natürlich. Eine schwere Energie auch oft. Absolut, ja. Weil je nachdem, was an Kulterfahrung mitgebracht wird, gibt es ja schrecklich viele Verletzungen. Also es ist ja oft nicht nur geistiger Missbrauch vollzogen worden, Manipulation, sondern oft eben auch sexueller Missbrauch, dass Menschen wirklich wehgetan wird im Namen irgendeines Gottes. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, mit Begriffen wie Gott, Liebe und Frieden zu arbeiten und das zu nutzen, um andere klein zu machen. Ja, das ist ganz spannend. Also ich finde auch, was ich erlebt habe nach dieser Kulterfahrung, ist, dass ich mir diese Worte, es ist immer noch so, wieder wie neu erkämpfen muss. Oder es gibt ja öfters mal diese Begriffe mit Programmierung, Deprogrammierung, macht man ja nicht mehr, ist auch gut. Aber für mich war das auch ein ganz spannendes Bild, dass ich mich quasi so ein bisschen wie deprogrammieren muss in bestimmten Worten, weil die wirklich
auch missbraucht worden, ja. Das Wort Liebe, das Wort Gott. Also mir wurde erst vor kurzem auch klar, dass Gott eigentlich auch missbraucht wurde. Ja. Als Begriff. Ja. Also wenn wir den kindlichen Aspekt, dieses Gott und das Gebet vorm Essen oder vorm Schlafen gehen, als Kinder kennen das die meisten von uns irgendwie. Ja, also Gott oder die Spiritualität, ne? Also so dieses, ich meine damit, dass Höhere, was es vielleicht gibt, vielleicht was auch nicht. Was es vielleicht gibt, ja gut, das schließe ich jetzt egal aus, ich bin Atheist. Ja, ja, aber, ja, ist okay. Aber dieser kindliche Glaube, an einen Gott glauben zu dürfen, der wird einem dann ja auch kaputt gemacht. Also dieser dass es was Gutes beinhaltet. Auf einmal entpuppt sich im Namen Gottes, wird aber auch ganz viel Schlechtes getan. In einem Kult, in einer Gemeinschaft, in der ich dachte, hier ist die Wahrheit und hier ist das Licht und hier ist der einzige Weg zur Rettung, meinetwegen unserer ganz gesamten Erde. Aber es ist, die Frage ist tatsächlich die Begleitung von Ausstieg ist immer, das ist vielleicht was ein bisschen missverstanden wurde in der Vergangenheit, ist immer eine Deprogrammierung. Egal, was ich tue, in dem Moment, wo ich versuche, einem Kultaussteiger einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, hat es ja damit zu tun, dass ich ihm einen anderen Blick auf eine Sache ermögliche. Das ist eine Art Deprogrammierung, wenn wir davon ausgehen, dass die Person vorher im Kult programmiert wurde, kann das raus aus einem Kult immer nur eine Deprogrammierung sein. Egal, wer dir jetzt hilft, mit zu vollziehen, die Person selbst, wie jetzt sie das machen, in hohem Maße, und sie machen das nach meiner Meinung sehr, sehr gut, soweit ich das im Internet auch sehen konnte. Aber es ist immer eine Deprogrammierung, eine Umbewertung dessen, was durch den Kult neu bewertet wurde. Ja, ich musste zum Beispiel auch das Wort Entscheidung nochmal wieder umprogrammieren. Das war so ganz seltsam, weil mir immer gesagt wurde, ich könne frei entscheiden und ich sei eine starke Entscheiderin in der Bewegung. Es ging aber nur um so eine kleine Entscheidung. Entscheide ich mich für Gott und damit die Bewegung oder dagegen? Aber mir wurde das so suggeriert, als wenn ich treffe eine starke, freie Entscheidung. Das ist in jedem Kult so. Und da gibt es auch ein schönes Bild dafür, eine optische Täuschung, die ich da gerne einsetze für genau den Punkt. Das ist die Zahl 11, 12, 12, 13, 14. Und die 13 ist so dargestellt in der Mitte, dass man auch ein B sehen kann. Also 12, 13, 14 oder A, B, C. In der Mitte ist entweder ein 13, wenn ich A und B sehe, dann denke ich sofort, wenn ich A und C sehe, denke ich sofort B. Wenn ich 12 und 14 sehe, denke ich sofort, ob ich will oder nicht, 13. Das heißt, die Entscheidungsfähigkeit in einem Kult ist nur gegeben in dem Maße, in dem der Rahmen einer Sache definiert ist. Ich habe dann sehr wohl das Gefühl, eine eigene Entscheidung zu treffen, aber es ist gar keine eigene Entscheidung, weil der Rahmen so eng vorgegeben ist, vom Meister, vom Lehrer, von der Meisterin, wie auch immer, dass ich gar nicht anders entscheiden kann, als innerhalb dieses gesetzten Rahmens. Spannend. Ist es vielleicht das, was die Janja Lalic auch als Bounded Choice bezeichnet? Ja, genau, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Eine sehr erfahrene Kollegin übrigens. Ja, ich mag die auch sehr. ja, für mich, wir hatten ja jetzt auch schon so einiges besprochen. Für mich ist irgendwie persönlich so dieses Thema Autonomie und Bindung auch spannend. Das hatte ich auch geschrieben, glaube ich. Also das ist ja was wir als Kinder lernen sollten, ne? Oder ja, es ist so, also mein Gefühl war, dass die Sehnsucht nach Bindung mich reinbringt in so eine, sage ich vielleicht mal, destruktive Gruppe, und die Autonomie aber mir hilft, wieder rauszukommen oder etwas anderes zu wollen. Oder ist es zu... Ist ein interessantes Bild. Grob. Kenne ich so nur bedingt. Aber es ist ein interessantes Bild. Es ist Bild. Erstmal nur ein Konstrukt. Ich bin damit auch noch nicht ganz klar. Ich glaube, das kommt tatsächlich auf den Kult an. In manchen Kulten wird die Individualität vermeintlich, crash your ego, höher, schneller, weiter, du kannst alles erreichen, wenn du willst.
da spielt die Gruppe eine kleinere, also die Bindung eine kleinere untergeordnete Rolle. In Gruppierungen wie der meinen, den Kindern Gottes oder wie der damaligen Osho-Bhagwan-Bewegung oder wie auch immer diese Gemeinschaften heißen, Hare Krishna, da spielt die Gruppe, die Kohäsion, die Gruppenkonformität eine ganz, ganz große Rolle. Da könnte man sagen, der Sinnsucher sucht gleichzeitig sowas wie Bindung. Da ist was dran. Ich bezeichnete das bisher immer so, ich habe dann eine geistige Heimat gefunden, ein Zuhause. Und vielleicht ist das, was ich mit Zuhause meine, das, was Sie mit Bindung meinen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Also die Sehnsucht, also ich habe das, glaube ich, bei Ihnen auch mal so wahrgenommen, dieses Gefühl, was womit es so ein bisschen anfängt, ist wie nach Hause kommen, sagen Sie ja. Oder ich bin jetzt, Gott ist jetzt in meinem Herzen oder also so Herzverbindung. Ja, das war bei mir auch so der Anfangspunkt, was ich gesucht habe. Also bei mir fing es ja auch an in einer Aufbruchszeit und dass ich auch schon vieles verarbeiten konnte und eine neue Verbindung zur Welt auch gespürt habe und dann mit dieser Gruppe noch mal mehr gesucht habe, so würde ich es fast sagen. Mhm. Ja. Ja, das ist ein bisschen auch, ja, hat mit geistiger Heimat zu tun, aber natürlich auch mit einem sehr berauschenden Gefühl. Das, was Sie beschreiben, es hat viel mit Euphorie, mit Berauschen, mit nichtstofflicher Abhängigkeit beinahe schon zu tun. Da wird ein, es ist so dieses Gefühl von auserwählt sein. Jetzt endlich an einem Punkt zu sein, den nur ganz wenige auf dieser Welt wirklich sehen können. Nur ich und meine Gruppe kann das durch unseren Meister. Und was jetzt aber leider eben auch ein damit also es muss damit einhergehen, dass ich jetzt automatisch die Welt, die mich umgibt, als negativer deklariere, als sie da ist, und die Menschen in dieser Welt erst recht. Also ich muss, um mich im Licht zu spüren, in einer auserwählten Position zu sein, muss ich jetzt alles, was um mich herum ist, negativer empfinden und definieren, als es tatsächlich ist. Dann nur um diese dann. Erleuchtung, um dieses Gefühl der Erleuchtung zu halten, sozusagen. Genau, und das ist auch das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dass Menschen dann wirklich beinahe schon in einem faschistischen Sinne, also sehr extrem dieses Wort, das in Verbindung zu bringen mit Spiritualität, Esoterik, aber es findet einfach statt, dass das definiert wird, was ist dann wertes Leben, was ist unwertes Leben. Welcher Mensch ist es wert, bekehrt zu werden? Wer ist es wert, überhaupt, mit dem, dass ich mit dem Freundschaft oder Kontakt noch habe? Wir kennen das aus den Stufen der Bewusstseinskontrolle von Robert Lifton, wo er definiert hat, der erste Schritt der Manipulation ist die Milieukontrolle. Das Milieu, in dem ich mich jetzt befinde, in der neu gewonnenen Wahrheit, Gemeinschaft, das ist mein Milieu von Brüdern und Schwestern im Geiste. Die sprechen die gleiche Sprache wie ich. Das ist jetzt der Punkt 2, Manipulation der Sprache, Loaded Language. Wenn meine früheren Freunde mich nicht mehr verstehen, weil ich eine für sie fremde Sprache bzw. eine fremde Konnotation, eine emotionale Färbung der Worte habe, die andere außerhalb der Gemeinschaft nicht verstehen, dann habe ich tatsächlich zwei Dinge auf einmal vollzogen, nämlich die Milieukontrolle, und durch die Sprache entferne ich mich immer mehr von der Welt, aus der ich eigentlich herausgekommen bin. Die verstehen mich nicht mehr und ich bin müde und will auch nicht dauernd erklären müssen, wenn die nachfragen, hey, was meinst du eigentlich mit Zwilling? Wie Zwilling? Und weil Sie meinen was ganz anderes damit. Also Liebe. Genau. Liebe ist dasselbe, ganz genau. Ja. Ja. Die Liebe der Kinder Gottes hat eine ganz andere Bedeutung als Liebe im herkömmlichen Sinne. Genau, das habe ich auch erlebt, dass man dann wirklich nicht mehr die Sprache spricht. Richtig, ja. Und bei uns in der Gruppe wurde dann auch tatsächlich gesagt, dass man jetzt die abusive relationships nicht kappen mehr muss. hat, kappen muss. Und they have fallen apart, also die sind weggefallen, weil sie nicht in der gleichen Energie schwingen und eigentlich aber nicht die gleiche Sprache mehr sprechen. Und was noch dazu kommt ist, die hindern dich, es wird gesagt, sie hindern dich auf dem Weg ins Licht und zur richtigen, das heißt auch hier, wir de- oder entpersonalisieren auf einmal Menschen. Ja, das finde ich, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ich finde es auch sehr entmenschlichend. Das ist schon heftig.
Das hat eine Bekannte auch mal gesagt, ihr Bruder ist bei Scientology gelandet und sie hatte auch das Gefühl, da steht ihr jetzt ein ganz anderer Mensch auch gegenüber, der gar keinen Kontakt mehr zu ihr wirklich haben kann, weil er so im Inneren andere Strukturen hat auch. Ja, ne? Das ist ganz spannend, wenn man sich mit Kulten länger und intensiver beschäftigt. Die Hare Krishna-Bewegung bezeichnet alle, die nicht bei Krishna sind, in ISKCON, als Karmis, also Menschen, die vom Karma durchdrungen sind, behaftet sind und keinen Peiler haben. Die Scientology sagt Raw Meat, rohes Fleisch. Menschen, die nicht sich auditieren lassen bei Scientology sind, sind rohes Fleisch. Die Kinder Gottes sagten zu all denen, die nicht gerettet waren in ihrem Sinne, Systemiten. Das sind Menschen im System, in der Hand Satans. Also es wird dauernd, die Menschheit wird downgegradet, um selber abgegradet sich empfinden zu dürfen. The Matrix, da gibt es auch Filme, die da sogar mit benutzt werden teilweise. Die arbeiten damit, ja. Genau, oder so dieses, das ist alles, bei uns war es eben einfach die Ego-Welt. Ne? Die Lüge, es wurde als Lüge, als Illusion bezeichnet. Genau. Ja. Auch da, es wird einfach die und wir deutlich gemacht. Das ist, glaube ich, das Wichtige zu verstehen. Schwarz-weiß, ja, nein, entweder oder. Die sind die und die checken es eh nicht. Wir sind wir und wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, was ist denn das Faszinierende? Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sind ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, zu Ihrer jahrelangen Arbeit. Was sie immer noch fasziniert, also mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten oder was es da auch für Besonderheiten, auch Ressourcen gibt, die diese Geschichten vielleicht auch spannend machen. Ich mag meine Arbeit heute noch sehr, sehr gern. Ich mache das wirklich sehr gern. Mir macht es Freude und das hat natürlich mit meinem Klientel zu tun. Menschen, die einem Kult beitreten oder eine Kulterfahrung machen, sind äußerst wertvolle Menschen. Sie sind Idealisten, die sich auf den Weg gemacht haben zu einer besseren Welt. Sie haben eine Frage gestellt, die andere vielleicht auch stellen, im leisen, verborgenen, aber Kultmitglieder stellen diese Frage laut. Sie gehen mit ihren Beinen oder da rein, mit ihren Füßen in sowas und lassen sich auf so ein Experiment ein. Und hoffentlich verlassen sie das dann auch nach einiger Zeit, wenn sie merken, das stimmt so nicht für mich. Aber ich möchte es so, vielleicht ist das eine gute Erklärung. Ich habe einen guten alten Freund, der auch sehr spät berufen Psychologie studiert hat. Der leitete damals schon ein sehr großes Drogenreha-Zentrum hier in München, eine Klinik. War Sozialpädagoge, aber kein Psychologe. Er wollte halt auch noch Psychologe. Und er hat dann eines Tages, sagte er zu mir, weißt du, ich bewundere dich mit deiner Arbeit. Da habe ich schon Sektenarbeit gemacht, das ist schon Jahre her. Und ich habe dann natürlich nachgefragt, weil der war in einer tollen Position, tolle Stellung, Klinikleitung, Ahnung, viel Erfahrung. Und er sagte, weißt du, wenn bei mir einer, die ich liebgewonnen habe, meine Patienten, meine Klienten, die verlassen dann die Klinik und zwei Wochen später kriege ich dann die Meldung von der Polizei, der wurde tot auf dem Bahnhofklo gefunden, weil er rückfällig wurde mit der Nadel. Das ist nicht schön und das begleitet ihn seit Jahren. Er macht es heute noch Drogenarbeit, aber er sagt, die Enttäuschungen, und das Leid, das damit verbunden ist, ist der Hammer. Dein Klientel, sagte er dann zu mir, ist toll. Wenn die ihre Sekte, ihren Kult verlassen, dann haben die das Gefühl, viel verstehen zu wollen, durchstarten zu wollen, verlorene Zeit aufzuholen. Und sie sagen zum Leben ja und sagen, hey, jetzt geht's los, jetzt starte ich durch. Und ich kenne so gut wie keine Rückfälle, also da gibt es keine Rückfälle. Obwohl ich öfters von dem Phänomen doch höre, dass Leute von einem Kult also in den anderen springen. Das ist aus den USA. Und dieses Drogenabhängige, so weit sind sie ja dann gar nicht weg. Sie haben gesagt, sie wären auch gerne Drogenberater geworden. Mhm, manche haben, also in diesen Bewegungen ist ja auch so ein bisschen diese Dopaminschübe, die man da bekommt teilweise. Ein bisschen was ist da ja auch mit drin. Ne? Ja, es ist eine nichtstoffliche Abhängigkeit und es spielen natürlich auch Glückshormone mit, also Oxytocin, Dopamin. Mhm. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, was auserwählt zu sein, das ist ein äußerst berauschender Zustand. Ich persönlich fand den geil. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich weiß genau, was Sie meinen, einen Meter über Boden zu schweben manchmal, wirklich. Und das zu verstehen, ist sehr schwer für Außenstehende. Also für mich war das sogar, ich habe das ja besonders gemerkt nach dem Ausstieg, dass ich wie auf Entzug war
Und das ist wie so ein Nebel ab und zu um mich rum gab. Sehr gut, ja. Also das war das Gefühl, auch im Gespräch mit einer anderen hatte ich mal, also die mir geholfen hat, eine Frau, die hat dann auch gesagt, oh, jetzt versuchen Sie das mal so ein bisschen abzustreichen am Körper. Also das ist gerade, es fühlt sich gerade wie benebelt an. Ja, und ja. So war das. Es ist genau das Wort, das ich, der Begriff, den ich ganz, ganz häufig höre. Es ist wie im Nebel zu sein. Das ist nicht deutlich, die Konturen sind nicht deutlich, der Weg ist nicht deutlich, nichts ist deutlich, alles ist nebulös. Und man hat das Gefühl, man ist Alien, also man ist eigentlich nicht von dieser Welt. Das ist so diese Phase, die ich sehr gerne bezeichne als nicht mehr, noch nicht. Also es ist nicht mehr das Alte da und begehbar, das Neue ist noch nicht wirklich, dem vertraue ich noch nicht, weil ich mir momentan auch noch nicht wieder vertraue. Und das ist so eine schwierige Zwischenphase, in der viel Nebel stattfindet. Was ich bei Ihnen auch sehr schön finde, ist, dass Sie sagen, Sie sind ja froh, wenn Ihre Klienten wieder gehen. Oder Sie versuchen, Sie versuchen eigentlich so eine Art intensive Kurzzeittherapie zu machen, dass Sie die schnell wieder rausschicken. Und das ist ja oft sowas auch im Therapiebereich oder auch in diesen Kulten, wo genau das Gegenteil stattfindet, bleibt drin in der Gruppe. Also das ist gut, wirklich sehr gut erkannt, weil das ist auch ein Merkmal, an dem jeder Verbraucher, jeder wirklich für sich deutlich machen kann, ist dieses Angebot, dem ich jetzt da irgendwie nachlaufe, ist das eigentlich gut, ist das okay? Die Frage, die ich immer stellen sollte, ist, wo soll die Reise hingehen und wie lange soll die Reise dauern? Und im esoterischen Bereich ist es ganz häufig so, dass es ist Open End. Es werden Jahre daraus. Die Leute sind dann irgendwann in irgendeinem therapeutischen, Psycho, was weiß immer, Prozess. Aber es gibt tatsächlich kein Ziel, wo man sagt, jetzt hast du es aber erreicht, tschüss, ich wünsche dir alles Gute in deinem Leben. Die Leute werden gehalten, solange es geht. Anliegen jedes ethisch sauber, professionell arbeitenden Therapeuten, egal wo jetzt, im Sozialbereich, ob das ein Sozialpädagoge ist, ein Heilpraktiker, der verantwortlich arbeitet, oder ein Psychotherapeut, Psychologe. Das Ziel dieser Menschen ist immer, und das ist wirklich deutlich definiert in den ethischen Richtlinien, die kann man überall nachlesen im Netz, den Klienten, den Gegenüber so schnell und bald wie möglich in seine persönliche Eigenständigkeit zu entlassen. Das ist Ziel. Und genau das Gegenteil findet aber auf dem Supermarkt der Möglichkeiten statt. Die Leute sollen so lang wie möglich, Entschuldigung, das ist böse jetzt wieder, als wandelnde Sparschweinchen gehalten werden. Ja. Das finde ich ganz toll, dass Sie das jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht haben. Ich habe auch das Gefühl, manchmal ist es auch eben bei Therapeuten so und vielleicht auch gerade welche, die jetzt so vielleicht, wie soll ich das sagen, die finanziell angewiesen sind oder also bei Therapeuten, Coaches, das ist wirklich eine Gratwanderung, was sich jeder, wo jeder sich auch hinterfragen muss und aber natürlich auch jetzt, kann ich sagen, ich als Klientin, dass ich das, es gibt ja dieses Phänomen, das gibt es auch, also eben auch diese Übertragung auch in der Therapie, dass ich denke, oh, ich brauche diesen Menschen, ich kann nicht ohne den, dass ich aber auch lernen muss, eigentlich zu sagen, das Leben passiert in Stufen oder dass wir Stationen haben im Leben auch, ne? Also es fängt als Kind schon an, habe ich bei meinem Kind gesehen, der Übergang von der Kita zur Schule ist auch ein sehr großer Bruch, möchte ich fast sagen, oder Bruch weiß ich nicht, aber ein sehr wichtiger Übergang, der gut begleitet werden muss auch sehr bewusst begleitet. Und da gab es auch ein Ritual bei meinem Kind, die Verabschiedung und so. Vielleicht ist es auch wichtig, Rituale zu haben. Ja, unbedingt. Ja? Das rege ich auch immer an bei Klienten. Schaffen Sie aber diesmal Ihre eigenen Rituale und nicht die von einem anderen verordnet. Also nicht vom Meister. Ich glaube, wichtig ist hier auch noch zu verstehen, das ist so mein Selbstverständnis in meiner Arbeit. Ich weiß, dass es immer mal wieder gerne missverstanden wird. Aber ich habe eine ganz wichtige Voraussetzung und das ist ein tiefes Bedürfnis. Ich will nicht gebraucht werden. War das schon immer so? Das war, glaube ich... Im Kult wahrscheinlich noch nicht. Kult noch nicht, aber später schon, glaube ich. Ich möchte nicht gebraucht werden. Das heißt, natürlich ist es tatsächlich so, das weiß ich von vielen Wochenendseminaren, die ich mit Aussteigern machte, die hängen dann an den Lippen. Und sind, wenn sie frisch raus sind, haben sie das Gefühl,
ich brauche jemanden, der mir meine Fragen jetzt beantwortet. Mein Beantworter ist weg. Ich habe den Meister verlassen. Wer macht das jetzt für mich? Armer schwarzer Kater. Und da bin ich dann wirklich in der Lage oder Situation, dass ich sehr schnell deutlich mache, ich habe keine Antwort auf alle Fragen, und viele der Antworten, die ihr von mir Sind Sie bekommen könnt, kein sind meine Antworten. Beratungsguru? Die haben Entschuldigung. nichts mit, nein, die haben nichts mit mir, mit Ihnen zu tun. Die müssen Sie selber finden. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich, Aussteigerinnen zu ermutigen, Perspektiven zu wechseln, Dinge mal anders zu betrachten, anders zu benennen und dann schließlich zu seinem eigenen zu kommen. Ja, das ist sehr spannend, ja. Also, oder das ist, ja, das hat auch was mit Entwicklung zu Ja. tun. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Also ich sehe es bei mir auch, dass ich oft so Personen, wahrscheinlich auch aufgrund meiner sozialistischen Geschichte oder keine Ahnung, ne, so hochgehoben habe. Der Therapeut, die Therapeutin. Also wenn ich das merke, da reagiere ich sehr empfindlich, sehr, sehr empfindlich, wenn so eine Ersatzfigur jetzt die Wertewelt neu definiert für jemand Fremdes, das darf man niemandem überlassen. Immer die eigene Interpretations- und Deutungshoheit darf niemals im Leben aus der Hand gegeben werden. Oder man sollte sie wieder zurückholen, wie ein schöner Titel eines englischen, amerikanischen Buchs ist sehr, sehr gut ist, Take back your life. Hol dir dein Leben zurück. Aber dann nicht, indem ein Therapeut anfängt zu definieren, was Leben jetzt bedeutet. Leben geht ganz anders und für jeden anders, und deshalb gibt es so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Wenn ich das jetzt als Fazit ziehen kann, auch aus meiner Erfahrung, ist genau das, was ich lernen konnte im Prinzip. Ich glaube, Sie sagen es ja auch, und ich habe es auch irgendwo in einem Text mal gelesen, dass man sich nicht als Zwerg betrachtet oder Riese. Ja. Sie haben da eine bessere Ja, Formulierung. nicht der Riese seiner Träume, aber auch nicht der Zwerg seiner Ängste zu sein. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die mir jetzt persönlich auch sehr, sehr viel gegeben hat. In einem Kult bin ich der Riese meiner Träume, alles ist möglich, dieser Machbarkeitswahn häufig. Weil ich wollte doch nicht verweilen als Zwerg meiner Ängste im Leben vorher. Es sind beides Dimensionen, die Endpunkte einer Dimension. Entweder oder, schwarz-weiß, Riese oder Zwerg. Das Leben findet aber genau dazwischen statt. Und das muss nicht mittelmäßig sein. Ganz und gar nicht. Sondern ich kann ganz weit auch mal an einem Tag Richtung Riese sein und gehen und ganz weit dann an einem anderen Tag mal kleiner Zwerg sein und mich einschließen und sagen, hey, ich will die Welt heute nicht sehen. Das ist alles erlaubt, wenn ich es mir erlaube. Ja, für mich hat es irgendwie, wie gesagt, noch eine andere Ebene, dass ich das fast körperlich auch manchmal früher gespürt habe, so. Aber da muss man auch erstmal hinkommen, dass ich in Begegnung mit Menschen mich dann als Zwerg gefühlt habe. Oder sich vielleicht andere, die andere Muster haben, sich als Riese fühlen. Ja. Und dass man da hinkommt, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, ich glaube, das ist Ja. ganz wichtig. Das hat halt auch mit Selbstwert zu tun. Und der Erkenntnis, das ist etwas, das Kultaussteiger immer lernen müssen, oder dürfen, möchte ich eher sagen, dass die Erkenntnis, dass sie Selbstwirksamkeit haben, dass sie selbst wirksam sind, was bedeutet, dass sie Wirkung auf Situationen im Alltag haben, auf andere Menschen, auf Probleme, die können sie lösen. Sie haben Wirkung. Im Kult wurde ihnen das genau weggenommen. Du hast keine Wirkung. Du hast nur dann Wirkung, wenn du deine Ausrichtung Richtung Gott oder Richtung Energie oder Richtung whatever Licht, wenn die richtig ist, dann hast du Wirkung. Aber du selbst nicht. Nur wenn du gehorsam im Geiste bist, kannst du Positives im Alltag erleben. Du musst nicht gehorsam sein im Geist, aber man sollte sich selbst gegenüber vertrauen und treu sein lernen. Und dann habe ich wieder Selbstwirksamkeit. Auch wenn ich Fehler mache, und das ist auch ein Problem von Aussteigern, sie haben alle so große Angst davor, Fehler zu machen. Nur wer definiert, was falsch ist? Überlasse ich das wieder einem Kult oder einem whatever? Oder sage ich, naja, die meisten Fehler im Leben eines Menschen macht der Mensch nur einmal und danach weiß ich, wie es geht. Und Fehler gehören dazu. Viele meiner Klienten haben große Angst davor, was falsch zu machen. Ja,
Ja, bei mir war eben auch stark ja das Thema Beziehungen, glaube ich, mit drin, denn es ging um Dualseelen. Und ich glaube, ich hatte immer so die kindliche Sehnsucht, mich in so einer Beziehung aufzulösen. Und das haben die so auch aufgefangen, ja. Also zu sagen, ihr seid eins, ihr seid ein Bewusstsein, ja. Der Mythos des Kugelmenschen oder ihr heilt zusammen, aber so. Aber was ist, wenn der andere jetzt was anderes will oder wenn ich was anderes will? Das blieb da irgendwie auf der Strecke dann auch. Ne? Also keine Konflikte wirklich. Ja. Ja, genau. Also es ist irgendwie ja sowas Kindliches. Also was ich jetzt im Zusammenhang mit, ich gucke ja immer so beim Thema Trauma so ein bisschen und so mitbekommen habe. Als Kind ist es ja auch oft so, dass wir fast noch, naja, da können wir uns noch nicht so richtig selber spüren. Oder wenn wir geboren werden, so, das lernen wir so nach und nach erst. Die wirkliche Abgrenzung, ich bin ein anderer Mensch als meine Mutter oder mein Vater. Und ich glaube, wahrscheinlich bin ich da irgendwo hängen geblieben. Ja? Also das Nachwachsen war es, denke ich, bei mir so ein bisschen. Ne? Das Laufen lernen. Das heißt dann doch aber auch, dass die Kulterfahrung tatsächlich auch vielleicht irgendeinen Prozess, wenn auch schmerzhaft, beschleunigt hat? Ja. Gut. Ja. Es war eine Schule, irgendwo schon. Auch wenn es weh getan hat und wenn man da nicht verweilen müssen möchte. So ist was passiert. Aber ich meine, ich finde es toll, dass Sie dann auch die Ressourcen zur Verfügung hatten, zu sagen, jetzt reicht's, ich gehe. Und diese Ressourcen, denen Beachtung zu schenken, das sind die Flügel, mit denen man durchs Leben fliegt. Diese Ressourcen sind Teil von Ihnen selbst, sind Teil von uns. Wir müssen sie nur kennenlernen. Was ist denn das eigentlich? Mein Trotz, mein Widerstand, meine Fähigkeit, Nein zu sagen, meine Ungeduld, das sind alles Ressourcen, die können, müssen nicht negativ, sondern können sehr wohl auch positiv sein. Also, das hat auch wieder mit dem Begriff Selbstwirksamkeit zu tun. Diese Ressourcen tragen dazu bei, dass ich der bin, der ich bin. Und dass ich tatsächlich mich auch traue, vielleicht mal anderer Meinung zu sein als mein Gegenüber und diese Position auch auszuhalten. In dem Kult ist nur gegenseitiges Schulterklopfen. Jeder befeiert jeden. Es gibt keine Konflikte, es wird nicht gestritten. Die meisten Aussteiger, mit denen ich zu tun habe, das fand ich ganz spannend, vor Jahren hat einer, mehrere waren das von Kult. Ich hatte dann 4 verschiedene Wochenendseminare irgendwie im Laufe der Zeit aufgrund der Bedürfnisse meiner Klienten entwickelt. Das war deren Wunsch. Es ging auch wieder nicht von mir aus. Das war nicht mein Ding. Aber das hat Spaß gemacht. Und dann gab es tatsächlich einen, bin ich dann ausgestiegen. Ja, da habe ich gesagt, das mache ich nicht, habe ich gesagt. Okay. Da war dann der Wunsch, könnten wir auch ein Seminar mal irgendwann haben, wo man streiten lernt. Tatsächlich, ja. Finde ich gut. Da also muss ich, ja nicht bei Ihnen sein. Nein, aber war hochinteressant für mich, weil mir da auch klar wurde, Konflikte gab es, gibt es ja nicht in dem Kult. Es wird weggebetet, wegmeditiert, weggebeamt. Hey, du hast aber heute eine negative Energie. Damit wird jeder kritische Gedanke sofort zunichte gemacht. Da muss man eine Heilung machen. Genau. Das heißt, es gibt die Menschen lernen in solchen Settings nicht, Disput, Widersprüche auszuhalten, Diskussionen zu führen mit dem Bewusstsein, es geht gar nicht darum, als Sieger herauszugehen. Man kann ja auch diskutieren, und es gibt 2 Meinungen und die sind vielleicht beide richtig. Aber das Lernen, das muss man tatsächlich nach einem Kult, vor allem wenn man hineingeboren, hineingeboren wurde, das ist sehr wichtig zu verstehen. Ja. Vor allem dann können diese Menschen gar nicht streiten. Aber ich sehe da auch schon einen Teil von mir. Und auch so dieses, sobald ich mal in einen Konflikt gerate, also sehe ich bei mir immer noch manchmal oder bin ich immer noch am Lernen, ich kann es jetzt schon besser, dass ich dann nicht sofort denke, oh Gott, jetzt ist die Beziehung, jetzt gibt es einen Beziehungsabbruch. Genau. Ja, sich reiben, das wirklich, was Sie schon jetzt gesagt haben. Ne? Und dass das beide weiterbringen kann. Und ich glaube, es ein Gegenüber haben. Ja. Also ich muss nicht recht haben. In dem Kult
weiß ich, oder habe ich gesagt bekommen, wenn du richtig denkst, fühlst, handelst, das Richtige liest, die richtigen Sachen isst, die richtige Kleidung also, trägst, hast ja, du recht. Ja, bei mir war das ja so, dass, dass quasi die andere Person immer der Spiegel nur ist zu mir selbst. Mhm. Als wenn sie existiert eigentlich gar nicht, sie spiegelt mir etwas. Aber ich lande eben immer bei mir selbst. Und wenn Dieter Roman jetzt sagt, na Moment mal, Sie sind jetzt aber doof, dann kann ich sagen, okay, aber ich bin... Der hat zu mir gesagt, ich bin doof. Ich sage zu mir selber, also ich bin doof. Also das war die Heilungsmethode bei uns also jetzt mal so ganz grob. Das finde ich jetzt wirklich doof. Also echt, das muss ich jetzt wirklich, weil da beißt sich die Schlange ja permanent in den Schwanz. Genau. Da ist doch keine Entwicklung möglich. Nein. Da wird etwas konserviert. Was immer konserviert das ist, wird. Ja. Aber interessant, ja. Ja, das nannte sich bei uns Spiegelübung. Also es war wirklich, es klingt jetzt recht platt, wie ich das jetzt sage, aber es war wirklich so. Und natürlich gab es da auch ganz viel spirituelle Ausschmückung noch drumherum. Spannend, aber im Grunde war es so. Und ja, wenn man das angefangen hat zu internalisieren und so von wegen dem Sinn einhaucht, da könnte was dran sein. Und ich komme dann vielleicht zum Durchbruch. Ja, aber genau. Das Ziel war, dass ich mir dann quasi selbst die Liebe gebe. Ah. Also Dieter Roman hat mir keine Liebe gegeben. Er sagt, ich bin doof. Und also wo gibt es einen Anteil in mir, dass ich mich eben selber doof finde? Und wo kann ich mich jetzt selbst umarmen? Also teilweise hat das ja manchmal auch was Gutes. Also muss ich ja auch sagen. Aber das wurde eben ständig so betrieben. Und aber man landete immer in diesen spirituellen Überdingens, ne? Statt einfach vielleicht auch zu sagen, ja, Dieter Roman hat heute auch mal, war heute mal nicht so gut drauf oder genau. Irgendwie sowas. Kann auch mal sein. Also, Ja, finde ich, das ist interessant, dieses Bild. Also, was mich immer ein bisschen abstößt an diesen Konstrukten, ist, in dem Moment, wo ich eine konkrete Frage stelle, dem Meister oder dem Vorgesetzten oder Trainer oder vielleicht langjährigen Mitglied einer solchen Gruppe, selbst als Gruppenmitglied, dass ich nie eine deutliche Antwort bekomme. Also ich stelle eine Frage und es ist immer, ich habe immer das Gefühl, dass ich die Wolke zwar sehe, aber immer wenn ich versuche, die Wolke zu greifen, greife ich durch. Ja. So bleibe ich aber permanent es in einer Warteschleife. Eine Schleife, ja. Das sehe ich auch so. Und es sind auch die Absurditäten oder so Doppelbotschaften immer mit drin. Man ist dann nur noch in diesem Glauben, ja, der Guru hat recht. Weil, genau. Und ich bin das der Depp, ich, ja. Wenn ich es nicht verstehe. Und heute sagt der Guru das, aber morgen sagt er was ganz anderes. Aber ich folge dem, weil ich dem Guru folge. Ja. Immer noch in der Hoffnung, dass am Ende was Gutes rauskommt. Also das ist dass was Gutes rauskommt und dass es da eben wirklich so ein göttliche, also bei uns hieß das so göttliche Orchestrierung, dass da wie so eine höhere Macht ist, die das schon weiß. Das ist, ich bezeichne das gerne als Baustelle Mensch und das finde ich dann auch wieder ein bisschen komisch. Sind wir tatsächlich Baustellen? Ariela Bogenberger hat es in ihrem Film, in ihrer Dokumentation damals sehr, sehr schön gesagt, mit einem Satz. Vielleicht wollte ich etwas reparieren, das nie wirklich kaputt war. Den finde ich sehr, sehr wunderschön. Gut. Sehr guter Satz. Aber es dauert natürlich, bis man da hinkommt zu sagen, vielleicht war da gar nichts kaputt. Aber ich hatte, war ja so beschäftigt mit Reparieren, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Das ist, Ja, das ist dieser Überperfektionsgedanke, dass es da überall noch was zu heilen gibt und so. Und das ist so ein bisschen dieser Machbarkeitswahn, der sich zwar auf Leistung, Wirtschaftlichkeit in erster Linie bezieht, aber wenn dieser Machbarkeitswahn höher, schneller, weiter auf den Menschen übertragen wird, Durchbruch wohin? Erreichen von welchem Ziel? Durchbruch, ja. Ich habe heute einen Durchbruch gehabt. Das hat man da auch oft gehört. Ein großer Heilungsdurchbruch. Wenn jemand mal eine Nacht lang geweint hat wieder, weil irgendwas... Also manchmal... wird man auch so in traumatische Stimmung immer wieder so gebracht, obwohl die schon längst, also da muss man eigentlich gar nicht mehr hin. Gut, ja, damit wird aber eine Stimmung aufrechterhalten. Baustelle bleibt. Also die Frage für mich ist, vorhin habe ich das formuliert, wohin soll die Reise gehen, wie lange soll sie dauern? Wenn wir beide Fragen können nicht beantwortet werden von Sinnverkäufern. Wohin soll die Reise gehen?
ich sage jetzt einfach mal, vielleicht zu einer Optimierung oder Perfektionierung des Menschseins. Und da habe ich wirklich große Angst davor, wenn so etwas um sich greifen würde. Perfektionismus ist langweilig. In welcher langweiligen Welt würden wir dann leben? Puh, ja, möchte ich nicht. Also, aber es braucht ja scheinbar dann schon auch irgendwo dann mal eine Grenze oder eine Absteckung. Sonst bleibe ich in dieser Schleife hängen oder einen Übergang, ne? Ja, die gibt es aber unweigerlich, weil das Leben schreibt seine Buchseiten von ganz allein, ob ich will oder nicht. Morgen passiert etwas, von dem ich heute noch gar nicht weiß, dass dem so ist. Das ist ja furchtbar. Nein. Schatzi, das Abenteuer. Wenn ich subsumieren sollte mit ein, zwei Worten, was die Kultarbeit eigentlich ausmacht oder Kultmitgliedschaft oder was das Ziel wäre, dann wäre es, dass ich jedem Aussteiger wirklich mit ganz tiefem Herzen wünsche, dass er Ungewissheit aushalten lernt, dass er Vielfalt, Widersprüche aushalten lernt und dass er nicht nur aushalten lernt, sondern die sogar als freundschaftlich in sein Leben holt, als Chance. Unser Leben verläuft zyklisch. Es gibt nicht dieses Zyklein, wird am Bahnhof auf die Gleise gestellt und dann läuft es bis zum Lebensende. Und nur dann ist ein Leben wirklich sinnvoll und richtig. Das ist Kult, Sektendenk. Das gibt's nicht. Alles, was uns umgibt, ist zyklisch. Es hat mal Täler und es hat mal Höhen. Und ich darf auch mal weinen und ich darf auch herzhaft lachen. Und ich darf auch trauern und ich darf mich aber auch freuen und tanzen. Und dieses Hauptproblem, mit dem ich seit Jahren zu tun habe in diesem Arbeitsbereich, ist, dass all diese Menschen dem Sinnsucher verkaufen, wenn du bei uns bist, bleibst und das Richtige denkst, fühlst und handelst, wird dir ewiges Glück zuteil. Es gibt kein ewiges Glück. Ach, so ein Mist. Aber es gibt immer wieder Glück. Ja, stimmt. Und das können wir auch, darauf können wir uns auch verlassen eigentlich. Also das zu sehen, auch das Glück zu sehen. Haben wir nicht da ganz am Anfang nochmal drüber gesprochen? Oder dass viele nicht das Jetzt sehen oder das Hier und Jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Film, eine Theatergruppe, das Theaterstück hieß, das hat einen Psychokult dargestellt. Das Theaterstück hieß Erleuchtung inklusive Mehrwertsteuer. Und wurde geschrieben von einem Drehbuchautor, der selbst in einem Psychokult war. Höher, schneller, weiter. Und wie auch immer, am Ende dieses Theaterstücks, es wurde dann auch verfilmt, sagt eine der Schauspielerinnen, der Teilnehmerinnen zu der Trainerin in dem Psychokult einen schönen Satz, den liebe ich sehr. Sie sagte laut Drehbuch: Jeanette, ihr habt Glück zu einer käuflichen Ware gemacht. Das ist zutiefst unmoralisch. Glücklich sein kann nur der auch bereit ist, mit dem Gegenteil zu leben. Das finde ich sehr schön. Total. Das ist schon fast ein schönes, unser Gespräch geht langsam gen Ende zu, dass es nicht so lang wird. Aber das ist schon ein schönes Wort Richtung Schluss. Ich wollte nur noch zum Abschluss so eine Geschichte sagen. Sie mögen auch unglaublich, was ich hier immer sehe. Das Meer und die Weite und schaffen sich auch in ihrem Raum Bilder und wo man fast denkt, wir sind am Meer. Das finde ich total schön. Wir sitzen am Wasser. Wir sitzen quasi am Wasser. Wunderbar, wunderbare Vorstellung. Was fasziniert Sie daran oder was ist für Sie das Schöne daran? Vielleicht auch im Hinblick auf die Kulterfahrung oder Sie hatten auch gesagt, das Fenster öffnen, vielleicht hat das auch sowas. Es ist grenzenlos. Ich liebe Meer. Ich mochte eigentlich nie in die Berge. Ich bin da auch nicht aufgewachsen. Seit ich klettere, bin ich gerne in den Bergen, weil ich gemerkt habe, da hat man auch einen tollen Blick, wenn man oben ist. Aber das Meer, da habe ich jahrelang gelebt. Ich bin jahrelang eingeschlafen mit Meerrauschen und aufgewacht mit Meerrauschen. Das fand ich ganz toll. Und als ich wieder in Europa zurück war damals, habe ich gar nicht gewusst, was mir fehlt. Aber es fehlte was, nämlich genau dieses Rauschen. Das war das eine. Das andere, und das ist noch viel wichtiger, ist einfach die Weite. Es ist grenzenlos. Ich schaue an den Horizont, ich sehe die Krümmung der Erde. Ich bin kein Vertreter der flachen Erde. Theoretiker. Ich sehe die Krümmung der Erde, wenn ich drüber schaue und ich kann da stundenlang sitzenden Wellen zuschauen.
Das ist wunderschön. Und da empfinde ich auch ein großes Stück Freiheit. Wobei ich das auch empfinde, wenn ich in meinem kleinen Wald momentan dem Waldameisen zuschaue, wie die da stundenlang ihre Stückchen durch die Gegend tragen. Da bin ich fasziniert und freue mich wirklich, als Geschenk da sein zu können. Das ist einfach für mich ein wunderbares Geschenk. Ans Meer kann ich nicht einfach so. Ich bin halt in München. Ja. Ja, das geht mir in Berlin auch manchmal so, obwohl man da ja relativ schnell dann auch am Meer mal ist. Ja, aber Sie schaffen sich im Leben Ihre Meermomente, oder es geht auch um die Natur so ein bisschen, ja, oder die Elemente zu spüren. Das gibt mir sehr viel. Und ich glaube auch, dass wir das nicht warten sollten und anderen überlassen sollten, bis die uns da abholen. Wir sollten dann, das sind auch Rituale, die man sich selber schafft, dass man sich einfach dann auch sagt, ich fahre heute Nachmittag mit dem Fahrrad noch runter an die Isar, an den Fluss, hänge meine Füße ins kalte Wasser und schaue einfach den Wellen zu und sitze am Ufer meiner Gedanken und lasse den Tag vorbeiziehen. Das sind Rituale und wir sollten die selber kreieren lernen, nicht irgendwo von anderen verordnet bekommen. Ja, sehr schön. Also und auch sich diese Bilder zu schaffen. Also damit schließen wir vielleicht das Gespräch. Also wir sehen hier ein Bild, was sehr realitätsnah ist, ja. Mhm. Sich das vielleicht auch als Ressource so im Inneren zu schaffen, als positive Imagination, sage ich mal, sich selbst da wieder dran zu erinnern auch. Es gibt das Meer, es gibt die Weite, die Geschwindigkeit oder das Zyklische, wie Sie auch schon gesagt haben vorhin, dass es mal ruhig ist, mal brechend rau. Das alles ist Leben. Ich glaube, Widersprüche aushalten und einfach mal treiben lassen, ist einfach schön. Das lernt man vom Meer, nicht unbedingt am Meer, aber vom Meer. Ja, sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Gerne. So, ihr Lieben, das war mein erster Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich glaube, ich werde das Ganze jetzt auch mal feiern und mir ein Sektchen genehmigen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir die Dinge feiern. Ich erinnere mich daran, dass ich ein halbes Jahr, nachdem ich selbst aus dem Kult ausgestiegen bin, auch gedacht habe, ja, das feiere ich jetzt auch oder zelebriere ich. Ja, das ist ganz wichtig. Vielleicht könnt ihr da auch was mitnehmen, das Ganze auch dann positiv zu sehen. Ja, und auch wenn das natürlich auch mega traumatisch war und auch das Umfeld darunter gelitten hat und so weiter und so weiter. Ich selbst hätte ja auch nie gedacht, dass ich hier mal einen Podcast mache und tolle Menschen treffe, wie hier jetzt Dieter Roman. Und das ist ja auch was ich nur dank dieser Kulterfahrung erleben konnte. Und ja, das ist vielleicht noch das, was ich euch mitgeben kann, hier sich auch vom Leben treiben zu lassen und gleichzeitig auch Dinge in die Hand zu nehmen, aber zu gucken, wo führt mich das Ganze denn hin, auch auf positive Art und Weise und was kann ich daraus schöpfen und lernen und vielleicht auch anderen mitgeben. In diesem Sinne, macht was draus, ganz liebe Grüße von hier, ciao. Das war der Kult-Talk, der Podcast mit Jürdis. Ihr hört hier Gespräche mit Aussteigern aus destruktiven Gruppen. Und zwar deshalb, um dem Thema Ausstieg eine Stimme zu geben. Wir können aus diesen Geschichten lernen. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass ein Like da oder schreib in die Kommentare. Oder lass mir auch eine Spende da. Nähere Infos findest du hier unten in der Beschreibung. Au revoir!